Das letzte Mal hatte ich ja versprochen, dass wir das, was wir da gelernt haben, mal anwenden wollen, um ein paar kleine Gruppen zu konstruieren. Und wir sind nur bis zu einer Gruppe mit zwei Elementen gekommen. Ich will zumindest mal den Anfang zeigen für eine Gruppe mit drei Elementen. Das können Sie dann selbst zu Ende führen. Ist auch eine Aufgabe im Skript mit Lösung dazu. Drei Elemente, das heißt, wir haben irgendwas, was wir mal A und B nennen. Und dann natürlich noch ein drittes, wir brauchen auf jeden Fall ein neutrales Element, dann nennen wir es auch gleich 1. Und die Idee ist dann bei kleinen Gruppen, dass man anfängt mit so einer Verknüpfungstabelle und sich die Elemente hier hinschreibt und dann nach und nach das ausfüllt. Das ist so ein bisschen wie Sudoku. Nicht genau das gleiche, aber ungefähr. Sie entsinnen sich, dass ich letztes Mal gesagt habe, da muss ja ein lateinisches Quadrat rauskommen. Also zum Beispiel in dieser Zeile hier steht, was die Abbildung a mal x macht. Dies ist a mal 1, dies ist a mal a, dies ist a mal b. Wir haben letzte Stunde gelernt, dass diese Abbildung bijektiv von der Gruppe auf die Gruppe abbildet. Das bedeutet, in dieser Zeile müssen alle Elemente vorkommen, was in der Konsequenz heißt, jedes kann nur einmal vorkommen. Das gilt für jede Zeile und für jede Spalte. Das ist im Prinzip schon das Wesentliche, was Sie haben. Und es gibt natürlich immer Dinge, mit denen Sie anfangen können. Die 1, das neutrale Element, sorgt dafür, dass hier 1ab stehen muss und hier muss auch 1ab stehen. Dann ist ja gar nicht mehr so viel zu tun. Und jetzt können Sie sich mal so einen Punkt rausgreifen und sagen, was könnte denn zum Beispiel hier hinkommen? In dieser Spalte steht schon ein b, in dieser Zeile steht schon ein a. Wenn Sie hier ein a hinschreiben, haben Sie zwei a's in der Zeile, geht nicht. Wenn Sie hier ein b hinschreiben, haben Sie zwei b's in der Spalte, geht nicht. Und da es nur drei Elemente gibt, muss hier eine 1 hin. Den Rest mache ich jetzt nicht, können Sie selbst machen. Ich will Ihnen aber noch mal eine andere Sache sagen. Eine Hilfe beim Ausfüllen von so einer Verknüpfungstabelle ist das, was ich eben gesagt habe, lateinisches Quadrat. Damit würden Sie in diesem Fall auf jeden Fall schon auskommen. Es gibt aber noch eine weitere Hilfe. Ich habe hier jetzt eine 1 hingeschrieben. Das bedeutet, ich weiß, dass a mal b gleich 1 ist. Das heißt, b ist invers zu a und a ist invers zu b. Denken Sie dran, diese Eigenschaft invers zu sein, ist vertauschbar, auch wenn die Gruppe selbst nicht kommutativ ist. Wir haben ja nicht gesagt, wir werden eine kommutative Gruppe basteln, aber auch bei Gruppen, die nicht kommutativ sind, muss diese Eigenschaft a mal b gleich 1 automatisch zu b mal a gleich 1 führen. Das heißt, ich kann hier auch schon eine 1 hinschreiben. Und das gilt immer in jeder Gruppe. Die Einsen müssen immer symmetrisch zur Hauptdiagonalen sein. Wenn Sie also eine Verknüpfungstabelle ausfüllen, dann wissen Sie auf jeden Fall drei Sachen. Sie wissen, was in Zeile und Spalte zur 1 stehen muss, weil das das neutrale Element ist. Sie wissen, dass es ein lateinisches Quadrat sein muss. Jedes Element kommt in jeder Zeile und Spalte nur einmal vor. Und Sie wissen, dass die Einsen symmetrisch zur Hauptdiagonalen verteilt sein müssen. Bei kleinen Gruppen reicht das. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Ich sage nochmal, was ich letztes Mal gesagt habe, das heißt noch nicht automatisch, dass Sie eine Gruppe haben, weil diese Tabelle Ihnen nicht die Assoziativität schenkt. Bei den kleinen Gruppen wird das klappen. Bei größeren Gruppen ist es dann nicht mehr so einfach zu sehen, dass das wirklich assoziativ ist. Da braucht man andere Mittel und wir werden noch genügend Beispiele für Gruppen sehen, auch im nächsten Semester, die uns dann überzeugen, dass es assoziativ ist, ohne dass wir das jetzt mühsam in der Tabelle nachprüfen müssten. Was ganz interessant ist, und darauf wird es eigentlich heute hinauslaufen, ist der Punkt, ich sehe, dass ich nur eine Möglichkeit habe, das hier auszufüllen. Das bedeutet sozusagen moralisch, es gibt eigentlich nur eine Gruppe mit drei Elementen, weil ich keine andere Möglichkeit habe, das zu machen. Andererseits könnte ich natürlich jetzt ganz kleinlich ankommen und sagen, ja, aber wenn ich das, was ich jetzt B genannt habe, X nenne, dann habe ich auch eine andere Gruppe. Die eine hat die Elemente 1a und b und die andere hat die Elemente 1a und x. Das heißt, eins von den Zielen heute ist klarzumachen, was damit gemeint ist, wenn man sagt, es gibt nur eine Gruppe mit drei Elementen. Denn rein technisch stimmt das ja nicht. Ich kann die ja irgendwie nennen und ich habe unendlich viele Möglichkeiten, das zu benennen. Also rein technisch gibt es unendlich viele Gruppen mit drei Elementen. Aber eigentlich gibt es nur eine und was dieses eigentlich gibt es nur eine bedeutet, wird heute hoffentlich klar werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das als Aufgabe im Buch steht, aber Sie können vielleicht mal versuchen, mit der gleichen Methode eine Gruppe mit vier Elementen zu basteln. Schreiben Sie einfach hin, das gleiche wie hier, aber 1a, b, c. Und dann werden Sie sehen, anders als bei drei Elementen, gibt es nicht eine Möglichkeit, nur das Ding auszufüllen, sondern es gibt zwei Möglichkeiten, das Ding auszufüllen. Aber das war es dann auch. Ist ganz gut zum Üben mal. Wir brauchen einen Begriff und ich nehme jetzt absichtlich nochmal diese beiden Kringelsymbole, um klarzumachen, dass es wirklich um zwei verschiedene Verknüpfungen geht. Später werden wir dann wieder nur nach der Konvention einfach mal schreiben.
seien G und H zwei Gruppen. Die eine mit dem Verknüpfungssymbol Kringel plus, die andere mit Kringel mal. Und sei F eine Abbildung von G nach H. Man nennt F einen Gruppenhomomorphismus. Und wenn auch im Zusammenhang klar ist, dass wir die ganze Zeit über Gruppen reden, sagt man dann meistens auch einfach Homomorphismus. Wenn F von A Kringel plus B dasselbe ist wie F von A Kringel mal F von B. Egal welche A und B ich da einsetze. Darum ist es in diesem Fall sinnvoll, unterschiedliche Symbole zu nehmen, um sich klarzumachen, was wo passiert. Auf der linken Seite habe ich zwei Elemente aus G und verknüpfe die mit der Verknüpfung auf G. Und nachdem ich die verknüpft habe, setze ich die in die Abbildung F ein. F beamt das rüber in die Gruppe H und da kommt ein Element von H raus. Also links vom Gleichheitszeichen steht ein Element von H. Auf der rechten Seite setze ich A und B getrennt in die Funktion ein, bekomme also zwei Elemente aus H. Das eine ist F von A und das andere ist F von B. Und diese beiden Elemente aus H verknüpfe ich dann in H mit der Verknüpfung auf H miteinander. Und wenn in beiden Fällen immer dasselbe rauskommt, dann nennt man das einen Homomorphismus. Da wollen Sie jetzt sicher Beispiele sehen. Und ich habe ja schon öfter gesagt, es ist immer ganz gut, mit den trivialen Beispielen anzufangen, um sich klarzumachen, dass das überhaupt geht und dass das vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Und dann werden wir nach und nach uns ein paar interessantere Beispiele angucken. Also erstmal zwei ganz einfache Beispiele. Wenn G irgendeine Gruppe ist und Singleton E die triviale Gruppe, über die wir letztes Mal gesprochen haben, die nur aus einem Element besteht, dann kann ich, wenn überhaupt, nur auf eine einzige Art und Weise eine Abbildung von G nach E definieren. Wenn es überhaupt eine Abbildung gibt von G nach E, und die gibt es, dann muss die so aussehen. Alles, was hier ist, muss auf E abgebildet werden, denn das ist ja das Einzige, was ich überhaupt da hinschreiben kann. Ja? Und wenn Sie das jetzt nachrechnen, dann werden Sie sehen, das ist natürlich ein Homomorphismus. Da gibt es überhaupt nichts nachzudenken. Ich schreibe es trotzdem nochmal hin. Wenn ich jetzt hier irgendwas einsetze, A mal B, ich habe kurz das Zeichen wieder weggelassen, weil Sie wissen ja, Konvention. Wenn ich da irgendwas einsetze, was kommt dann raus? Es kommt immer E raus, weil die Funktion ja immer E auswirkt. Also hier kommt E raus. Ja? Wenn ich stattdessen das hier hinschreibe, dann kommt F von A E raus, weil ja immer E rauskommt. F von B ist E, weil ja immer E rauskommt. Und E mal E ist natürlich E, weil das ist neutrales Element ist. Und in der Gruppe gibt es ja auch gar nichts anderes. Das heißt, in beiden Fällen kommt E raus. Ist trivial und langweilig, aber es funktioniert. Da haben Sie Ihren ersten Gruppenhomomorphismus gesehen. Zweites Beispiel, G irgendeine Gruppe. Fällt Ihnen ein Homomorphismus ein, den ich nehmen könnte, wenn G und H dieselbe Gruppe wären? Die Identität, sehr gut. Denn wenn Sie das hier oben sich anschauen, die Bedingung, die erfüllt werden muss, und ersetzen F durch die Identität, dann steht hier einfach, A Kringel plus B muss dasselbe sein wie A Kringel plus B. Da haben Sie also zwei sehr billige Beispiele dafür, wie Gruppenhomomorphismen aussehen können. Und wenn das alles wäre, würde man so einen Begriff natürlich nicht definieren. Darum schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an für etwas, was nicht trivial ist, aber auch nicht wahnsinnig kompliziert. Wir nehmen als eine Gruppe die Gruppe der ganzen Zahlen mit Plus, die haben wir letztes Mal uns angeschaut. Und wir nehmen die Gruppe der rationalen Zahlen ohne die Null mit Mal. Darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen. Das sind zwei Gruppen. Und ein Homomorphismus könnte folgendermaßen aussehen, nennen wir ihn ruhig F, der muss jetzt ja so funktionieren, ich nehme irgendeine ganze Zahl und bilde sie ab auf zum Beispiel 2 hoch n. Zunächst mal die Überlegung, ist das als Abbildung überhaupt okay? Das ist natürlich als Abbildung okay. Wenn ich da ganze Zahlen einsetze und 2 hoch die ganze Zahl nehme, dann kommen sicherlich rationale Zahlen raus und die 0 kann natürlich nicht rauskommen. 2 hoch irgendwas ergibt nicht 0. Das ist also schon mal gut. Es können auch tatsächlich rationale Zahlen rauskommen, die keine ganzen Zahlen sind. Wenn Sie zum Beispiel für n minus 1 nehmen, dann kommt ein halb raus. Das ist ja keine ganze Zahl. Macht aber nichts, weil auf der rechten Seite ja Q steht. Und jetzt die Frage, wieso ist das ein Homomorphismus? Was bedeutet das? Wir müssen also jetzt das Folgende überprüfen. Wenn ich in die Abbildung 2 ganze Zahlen einsetze und die mit der Abbildung von der linken Gruppe verknüpfe, links wird addiert, dann muss dasselbe rauskommen, wie wenn ich die Abbildung einzeln mit diesen Elementen ausführe und die mit der Abbildung rechts verknüpfe. Und die Abbildung rechts ist multiplizieren. Das ist das, was wir überprüfen müssen. Und jetzt schreiben wir aber mal hin, was das bedeutet. Auf der linken Seite heißt das, in dieser Abbildung wird m plus n eingesetzt. Also steht hier 2 hoch m plus n. Und auf der rechten Seite heißt das, dieses Ding, m, wird in die Abbildung eingesetzt. Das ist 2 hoch m. Und dieses Ding wird eingesetzt. Das ist 2 hoch n. Und die beiden werden multipliziert. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das wissen Sie aus der Schule. Und that's it. Jetzt haben Sie mal einen Gruppenhomomorphismus gesehen, der keineswegs trivial ist, sondern sehr interessant. Die Idee dieses Gruppenhomomorphismus ist ja im Prinzip, dass man die Eigenschaften der einen Gruppe in die andere rüberbeamt. Die wird transportiert durch diese Abbildung. Das ist das, was damit eigentlich gesagt werden soll. So, und dann wollen wir uns vielleicht nochmal ein Beispiel ansehen für etwas, was kein Homomorphismus ist, damit wir es auch mal gesehen haben. Ich nehme die reellen Zahlen mit der Addition und ich nehme die ganzen Zahlen mit der Addition. Und jetzt könnte ich ja denken, vielleicht kann man von der einen in die andere abbilden. Und eine naheliegende Abbildung wäre, dass ich zum Beispiel abrunde. Das heißt, ich setze hier irgendeine reelle Zahl ein und dann kommt immer die abgerundete Zahl raus. Dann habe ich auf jeden Fall immer ganze Zahlen rausbekommen. Das ist aber kein Homomorphismus. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier ein Gegenbeispiel finden können. Wir brauchen irgendwas, wo hier auf der linken Seite das steht und auf der rechten Seite steht das. Aber wir suchen jetzt, weil wir ja ein Gegenbeispiel suchen, etwas, wo hier ungleich steht. Der Vorschlag war 3 halbe plus 3 halbe. Wenn ich die beiden addiere, dann kommt raus 3. Und wenn ich 3 abrunde, dann kommt raus 3. Wenn ich das aber so mache, dann muss ich erst abrunden. 3 halbe abgerundet ist 1 und nochmal 1. Und wenn ich die beiden addiere, kommt 2 raus. Es kommt also nicht in beiden Fällen das gleiche raus. Ein Gegenbeispiel reicht, das ist kein Homomorphismus. Dann können wir vielleicht gleich mal ein paar einfache Eigenschaften von Homomorphismen notieren. Und ich werde die auch mal beweisen, damit Sie sehen, dass das alles eigentlich relativ simpel ist, wenn man sich an die Denkweise gewöhnt hat. Sei F Homomorphismus von G nach H. Und Sie sehen, ich bin wieder in die laxe Schreibweise verfallen und schreibe einfach nur die Buchstaben für die Mengen hin, ohne die Verknüpfungen hinzuschreiben. Dann gilt, erstens, die 1 muss auf die 1 abgebildet werden. Und zweitens, das Inverse eines Elements wird abgebildet auf das Inverse des Bildes dieses Elements. Das gilt natürlich für alle A, die ich da einsetzen kann. Bevor ich das beweise, der Beweis ist keine große Arbeit, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das wieder die Tücken der Schreibweise zeigt und dass man mitdenken muss. Wenn in der ersten Bedingung steht, f von 1 ist 1, dann sind das zwei verschiedene Einsen. Das kann gar nicht anders gemeint sein, weil das, was ich in die Abbildung f einsetze, muss ja etwas aus g sein. Und das, was rauskommt, muss ja etwas aus h sein. Und weil g und h normalerweise zwei verschiedene Gruppen sind, sind das auch zwei verschiedene neutrale Elemente. Nach unserer Konvention schreiben wir für die Dinger normalerweise immer 1 in abstrakten Beweisen, damit wir nicht so viel Arbeit haben. Aber wenn ich es ganz genau machen wollte, dann müsste ich hier hinschreiben, die 1 von G und hier müsste ich schreiben, die 1 von H. Was ich natürlich nicht mache, aber Sie müssen halt mitdenken, wenn Sie sowas sehen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass das vielleicht etwas ist, von dem Sie denken, ist doch logisch, dass das neutrale Element auf das neutrale Element abgebildet werden muss. Und wie wir sehen werden, ist es auch logisch. Aber das steht nicht in der Definition. In der Definition von Homomorphismus steht nur, dass eine bestimmte Eigenschaft erfüllt sein muss und daraus ergibt sich dann, dass 1 auf 1 abgebildet werden muss. Das ist nichts, was von selbst klar ist und auch nichts, was in der Definition steht, sondern etwas, was man begründen muss. Was ist f von 1? Das ist auf jeden Fall dasselbe wie f von 1 mal 1. Ich rechne momentan in g. 1 ist das neutrale Element und 1 mal 1 ist 1. Jetzt kommt die Eigenschaft zum Tragen, dass f ein Homomorphismus ist. Darum darf ich das auseinanderziehen. Das ist gerade das, was einen Homomorphismus ausmacht. Ich darf jetzt von dem Mal in der einen Gruppe übergehen zum Mal in der anderen Gruppe. Auch hier ist es so, dass natürlich links und rechts von gleicher Zeichen unterschiedliche Malzeichen stehen. Links ist das Mal in G, rechts muss es das Mal in H sein, weil F1 ja etwas ist, was in H liegt. Was haben wir uns jetzt überlegt? Weil das ein Homomorphismus ist, muss F von 1 dasselbe sein wie F von 1 mal F von 1. Diese Gleichung, die jetzt hier steht, spielt in H. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten mit dem Kehrwert von diesem Ding mal nehmen. Diesen Kehrwert muss es geben, weil H eine Gruppe ist. Und wenn Sie das machen, dann bekommen Sie auf der linken Seite 1 und auf der rechten Seite bekommen Sie F von 1. Und das ist ja das, was wir zeigen wollten. Was wollen wir noch zeigen? Wir wollen zeigen, dass dieses Ding hier das Inverse zu dem ist. Was ist denn das Inverse zu dem? Das wäre doch etwas, was ich hier mit mal nehme, sodass, wenn ich die beiden multipliziere, 1 rauskommt. Dann probieren wir das einfach mal. Ich nehme diese beiden miteinander mal. Bevor ich das mache, machen Sie sich klar, dass das der Beweis ist. Ich will zeigen,
dass dieses Ding invers hierzu ist. Und das zeige ich damit, dass ich es mit dem Mal nehme. Und wenn eins rauskommt, ist es das Inverse, weil wir das letzte Mal gelernt haben, dass Inverse eindeutig bestimmt sind. Also nehme ich die beiden miteinander mal. Und was mache ich jetzt offensichtlich? Ist ja wieder ein Homomorphismus. Das heißt, ich kann das nach innen ziehen. Dann steht hier a mal a hoch minus 1. Das findet jetzt in G statt, diese Multiplikation. Und in G ist das das Inverse zu a. Also kommt raus, dass Neutralelement in G. Das heißt, dieses f von 1. Und gerade eben, passenderweise, haben wir uns in Schritt 1 überlegt, dass das hier 1 ist. Womit wir insgesamt haben, wenn ich diese beiden Objekte multipliziere, kommt 1 raus. Das heißt, die beiden sind invers zueinander. Quod erat demonstrandum. Dann können wir uns die nächste Definition anschauen. Ich habe eine Gruppe wieder. Und auch hier ist es aus didaktischen Gründen vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich die Kringelsymbole nehme. Dann habe ich eine andere Gruppe und die wird Untergruppe von G genannt, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erste Bedingung, dieses H ist eine Teilmenge von G. Die zweite Bedingung, diese Verknüpfung, über die ich da rede, ist im Prinzip die gleiche wie auf G. Im Prinzip heißt, man muss das ein bisschen vorsichtiger formulieren, das ist die Einschränkung der Verknüpfung von G auf die Teilmenge H. Dieses Ding hier ergibt sich, indem ich diese Verknüpfung einschränke auf G Kreuz G. Und die dritte Bedingung ist, dass das Ding natürlich eine Gruppe ist. Ich vermute mal, dass die Punkte 1 und 3 nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen sind. Und das ist eigentlich auch schon das, worum es eigentlich geht. Ich habe eine Gruppe und ich habe eine Teilmenge dieser Gruppe, die selbst eine Gruppe ist. Der Punkt 2 macht, wenn man das formal richtig aufschreiben will, was ich hier gemacht habe, vielleicht mehr Probleme, als eigentlich nötig ist. Damit ist eigentlich nur gemeint, dass dieses Kringel mal dasselbe macht wie Kringel plus. Wenn Sie sich nochmal die Definition von Restriktion anschauen, werden Sie sehen, dass das genau damit gemeint ist. Aber ich schreibe es vielleicht nochmal hin, damit das klarer ist. Das heißt, A Kringel mal B ist dasselbe wie A Kringel plus B, wenn ich Elemente aus dieser Teilmenge einsetze. Das ist eigentlich schon alles. Also die Vorstellung ist, Sie haben eine Gruppe, Sie nehmen sich eine Teilmenge von dieser Gruppe, gucken sich auf dieser Teilmenge die gleiche Verknüpfung an und wenn diese Teilmenge für sich genommen auch schon eine Gruppe ist, dann nennt man sie eine Untergruppe. Das Wichtigste dabei eigentlich, was man gerade am Anfang leicht übersieht, ist, in der Definition von Gruppe Punkt 3 steckt natürlich insbesondere drin, dass es sich um eine innere Verknüpfung handeln muss. Das heißt, wenn ich zwei Elemente von H verknüpfe, dann muss wieder was von H rauskommen und nicht irgendwas von G. Achtung, insbesondere muss natürlich Kringel mal innere Verknüpfung auf H sein. Das heißt, A Kringel mal B, was ja dasselbe ist wie A Kringel plus B, muss in H liegen, also ein Element von H sein, wenn A und B aus H sind. Manchmal ist es so, dass das formal richtige Hinschreiben der Definition schwieriger ist, als zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich hoffe, mit einem Beispiel wird das klar werden. Nehmen Sie einfach die ganzen Zahlen mit Plus und die rationalen Zahlen mit Plus. Da haben Sie schon ein Beispiel dafür, dass etwas eine Untergruppe von etwas anderem ist. So ist das gemeint. Ich habe eine Gruppe, das sind in diesem Fall die rationalen Zahlen mit Plus. Ich gucke mir von denen eine Teilmenge an, in diesem Fall die ganzen Zahlen mit Plus. Und jetzt muss ich drei Dinge überprüfen. Das erste habe ich schon, z ist eine Teilmenge von q. Das zweite ist, ich schränke die Abbildung ein. Ich habe hier ganz frech schon mal beide mal dasselbe Plus hingeschrieben, aber wenn Sie jetzt ganz genau sind, formal ganz korrekt, dann müssen Sie sagen, das sind zwei verschiedene Abbildungen. Dies hier ist eine Abbildung von Q kreuz Q nach Q. Das ist eine von Z kreuz Z nach Z. Das ist mit Einschränkung gemeint. Ich meine dasselbe Plus, aber rein formal ist es natürlich eine andere Menge von Tupeln. Und das dritte ist das Ding hier auch eine Gruppe? Ja, das hatten wir uns ja letztes Mal schon überlegt, dass das eine Gruppe ist. Das ist das, was gemeint ist mit Untergruppe. Hier auch mal die trivialen Beispiele. Ist G irgendeine Gruppe? Und auch hier sagt man dann irgendwann einfach, die Teilmenge ist Untergruppe und spart sich das, dass man die Verknüpfung hinschreibt. Dann sind, ich wollte jetzt sagen, das und das triviale Untergruppen, aber vielleicht können Sie es mir sagen. Was bietet sich an, wenn ich irgendeine Gruppe habe, von der ich nichts weiß? Es ist irgendeine Gruppe, ich weiß nichts. Trotzdem kann man immer zwei Untergruppen sofort benennen. Und vielleicht sind die so trivial, dass es Ihnen zu einfach erscheint und Sie nicht drauf kommen, aber man sollte es trotzdem gesagt haben.
die triviale Gruppe. Wenn ich einfach das neutrale Element von G nehme, als Menge betrachtet, dann ist das eine Untergruppe von G. Und es gibt noch eine. G selbst geht natürlich auch. Dann sind Singleton neutrales Element, also triviale Gruppe, und G selbst triviale Untergruppen, die sogenannten trivialen Untergruppen von G. Und natürlich interessieren uns normalerweise nicht die trivialen Untergruppen, weil die wirklich super langweilig sind, sondern uns interessieren andere Untergruppen. Und ein Beispiel haben wir eben ja gesehen. Das Beste, um das zu lernen, ist, Sie denken selbst mal drüber nach. In allen drei Fällen geht es um die Menge der ganzen Zahlen mit Plus. Und ich habe jetzt auch hier wieder der Konvention gemäß gar nicht mehr die Verknüpfung dazu geschrieben, sondern immer nur die Menge. Also wir gucken uns drei verschiedene Teilmengen der ganzen Zahlen an. Einmal die natürlichen Zahlen, einmal die geraden Zahlen, einmal die ungeraden Zahlen. Und die Frage ist jeweils, bildet das eine Untergruppe? Gut, ein Drittel hat alles richtig. Fangen wir mit dem ersten an. Die natürlichen Zahlen bilden keine Untergruppe. Warum? Das ist eine innere Verknüpfung, dass die Summe von zwei natürlichen Zahlen wieder eine natürliche Zahl ist, stimmt. Aber das muss ja auch eine Gruppe sein. Das heißt ja nicht ohne Grund Untergruppe. Es geht nicht darum, dass es irgendeine Teilmenge ist, sondern es soll eine Untergruppe sein. Und wir wissen ja schon, dass die natürlichen Zahlen mit Plus keine Gruppe bilden, weil es keine inversen Elemente gibt. So, bei dem nächsten muss man sich jetzt überzeugen, dass es sich wirklich um eine Gruppe handelt. Das heißt also, erstmal überlegt man sich, die Summe von zwei geraden Zahlen ist wieder eine gerade Zahl. Das neutrale Element, 0, ist auch eine gerade Zahl, das ist dabei. Und die Inversen von geraden Zahlen sind natürlich auch wieder gerade Zahlen. Das Inverse von 8 ist minus 8, das Inverse von minus 6 ist 6 und so weiter. Da geht nichts verloren. Das heißt, die Menge der geraden Zahlen bildet eine Untergruppe der Menge aller ganzen Zahlen, wenn es um Plus geht. Die ungeraden Zahlen, bei denen scheitert es schon daran, dass man nicht zwei ungerade Zahlen addieren kann und sich darauf verlassen kann, dass wieder eine ungerade Zahl rauskommt. 3 und minus 1 zum Beispiel kommt als Summe 2 raus, 2 ist aber eine gerade Zahl. Das war's schon. Auch sonst fehlt zum Beispiel das neutrale Element. Auch das würde nicht zu einer Gruppe führen, weil das neutrale Element ja die 0 ist und die ist ja gerade. Gut, wie Sie eben an dem Beispiel mit den geraden Zahlen gesehen haben, müsste man, um zu überprüfen, ob etwas eine Untergruppe ist, schon so eine ganze Reihe von Dingen überprüfen. Erstmal müssen Sie überprüfen, Punkt römisch 2, ist das abgeschlossen? Das heißt, ist A mal B wieder ein Element von der Untergruppe, wenn A und B aus der Untergruppe sind? Dann müssen Sie gucken, ist das überhaupt eine Gruppe? Das heißt wiederum, Sie müssen checken, gibt es ein neutrales Element? Ist es assoziativ? Gibt es Inverse? Das ist also ganz schön viel. Man kann das aber alles mit einer einzigen Sache erschlagen. Es gibt also ein sehr einfaches Kriterium dafür, zu erkennen, ob etwas eine Untergruppe ist. Das halten wir mal als Lemma fest. Sei G eine Gruppe und U eine Teilmenge von G und nicht leer, dann ist U genau dann Untergruppe von G, wenn A mal B hoch minus 1 aus U ist, für alle AB aus U. Wenn diese einzige Bedingung erfüllt ist, dann kriege ich automatisch geschenkt, dass U eine Untergruppe ist. Das müssen wir natürlich beweisen. Da steht ja eine Genau-Dann-Wenn-Aussage. Das heißt, wir müssen eigentlich zwei Richtungen zeigen. Die eine ist aber wirklich simpel und die schreibe ich jetzt gar nicht extra auf. Wenn U eine Untergruppe ist, dann ist natürlich logischerweise A mal B hoch minus 1 wieder aus U. Denn dann habe ich es ja mit einer Gruppe zu tun. Ich nehme aus dieser Gruppe zwei Elemente A und B. Weil es eine Gruppe ist, gehört B hoch minus 1 auch dazu. Das ist also auch in U drin. Und natürlich ist ihr Produkt auch in U drin. Also diese Richtung ist klar. Die andere Richtung ist nicht so klar. Wenn diese seltsame Bedingung gilt, A mal B hoch minus 1 ist aus U für alle AB aus U, wieso sollte U dann eine Untergruppe sein? Das heißt, ich muss jetzt die ganzen Dinge durchchecken. Das wird aber sich alles relativ schnell abhandeln lassen. Das Erste, was ich mir überlegen muss, ist das neutrale Element drin? Das geht ganz simpel. Sei A aus U. Ich nehme ja irgendein Element aus U raus. Und das ist der Punkt, auf den man, gerade wenn man neu ist, bei solchen Sachen eventuell nicht achtet. Kann ich mir überhaupt aus U ein Element rausnehmen? Ja, kann ich, aber nur deswegen, weil ich hier oben hingeschrieben habe, dass U nicht die leere Menge ist. Wenn ich das vergessen hätte, dann könnte man jetzt bei diesem Beweis sofort den Arm heben und sagen, Moment, du kannst nicht einfach irgendein A aus U rausnehmen, woher weißt du, dass da überhaupt irgendwas drin ist? Aber ich habe ja oben hingeschrieben, dass U nicht die leere Menge ist, also gibt es mindestens ein Element da drin. Und dieses Ding nenne ich jetzt A und B, das heißt, ich benutze das für beides hier und setze das in diese Gleichung ein. Dann gilt, A mal A hoch minus 1 ist aus U und A mal A hoch minus 1 ist 1. Das heißt, den ersten Punkt haben wir schon mal erledigt.
Das neutrale Element ist in U drin. Zweiter Punkt, gibt es Inverse. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendein Element aus U nehmen und muss begründen, dass A hoch minus 1 auch in U drin ist und nicht irgendwo außerhalb von U in G rumschwirrt. Also ich fange wieder damit an, dass ich mir ein A aus U nehme, jetzt aber aus einem anderen Grund. Vorhin habe ich mir ein A aus U genommen, irgendeins, um zu zeigen, dass ich 1 da reinkriege. Jetzt nehme ich mir dieses A, um zu zeigen, dass auch das Inverse von A in U liegt und nicht irgendwo außerhalb von U im Rest von G. Das ist aber auch ganz einfach. Wenn ich diese Gleichung hier oben nehme und für A 1 einsetze und für B A, dann habe ich 1 mal A hoch minus 1 und das ist A hoch minus 1 und das ist ein U. Ich habe Schritt 1 natürlich mit benutzt, weil ich schon weiß, dass die 1 da drin ist. Also sind die Inversen auch aus U. Und jetzt fehlt noch eine Sache, das lässt sich aber auch in einer Zeile erledigen. Wenn ich zwei Elemente aus U nehme, ist deren Produkt auch wieder aus U. Das heißt, ist das wirklich eine innere Verknüpfung? Das ist aber auch ganz simpel, weil ich ja weiß, dass wenn B in U ist, auch B hoch minus 1 in U ist. Das habe ich gerade in Punkt 2 bewiesen. Das bedeutet, A mal B hoch minus 1 hoch minus 1 ist aus U. Und das ist das gleiche wie A mal B. Und das wollte ich. Ich schreibe vielleicht nochmal ran, warum wir diese drei Sachen gemacht haben und was damit jeweils bewiesen werden sollte. Der erste Punkt war dafür da, um zu zeigen, dass die 1 aus U ist. Das heißt, ich will ja zeigen, dass U selbst eine Gruppe bildet, darum muss ich zeigen, dass ein neutrales Element drin ist. Der zweite Punkt war dafür da, um zu zeigen, dass die inversen Elemente von Elementen aus U auch wieder in U liegen. Denn eine Gruppe braucht ja inverse Elemente. Also im zweiten Punkt haben wir gezeigt, wenn A aus U ist, dann folgt daraus auch minus 1 ist aus U. Und im dritten Punkt haben wir gezeigt, dass es überhaupt eine innere Verknüpfung ist. Das heißt, was wir hier zeigen wollten, war, wenn A und B aus U sind, dann ist auch ihr Produkt aus U. Haben wir jetzt alles gezeigt, was man braucht für eine Gruppe oder fehlt da nicht noch was? Da gab es doch noch eine Eigenschaft. Genau, da fehlt doch noch die Assoziativität. Muss ich da auch noch was beweisen? Über die Begründung haben wir letztes Mal schon gesprochen. Das war mein Beispiel mit den rothaarigen Hamburgern. G ist ja eine Gruppe. Das heißt, die Verknüpfung auf G ist assoziativ. Das heißt, für alle A, B, C aus G gilt düdel, düdel, düdel. Dann gilt es natürlich erst recht für alle A, B, C aus U, weil U ja eine Teilmenge von G ist. Das heißt, die Assoziativität brauchen wir nicht mehr zu zeigen. Die wird vererbt von G, weil U ja eine Teilmenge von G ist.